In diesem Videobeitrag möchte ich Ihnen nun zeigen, wie Cooladic Beiträge in Suchmaschinen wie Google, Ecosia und DuckDuckGo gelistet werden. Ich werde Ihnen anhand einiger Beispiele das jetzt einfach mal zeigen. Ich gebe ein Bobenthal Schule. Es handelt sich bei diesen Objekten, die ich Ihnen jetzt vorführe, um Objekte, die im letzten Jahr durch das Projekt Cooladic Rheinland-Pfalz generiert wurden. Sie sehen jetzt hier Bobenthal Schule, da ist das Objekt, das Cooladic-Objekt, der dritte Treffer bei Google. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, und zwar den St. Germanshof Zollhaus. Ich gebe immer nur so ein paar Worte ein, nämlich einmal die Gemeinde und dann ein Objektname, also beziehungsweise ein Objektbezeichnung. Das ist genau die Art und Weise, wie nämlich die Nutzerinnen und Nutzer auch in Google suchen. Und Sie sehen jetzt hier, die zwei ersten Treffer sind Cooladic-Beiträge. Einmal nämlich die der Objektbeitrag, zweitens nämlich dann die PDF-Version zum Herunterladen und Ausdrucken. So, in Dietz gibt es eine LAN-Brücke und auch die LAN-Brücke in Dietz ist erster Treffer bei Google. Möchte ich etwas über das Schloss im Dörrebach erfahren, sehe ich, dass die ersten beiden Treffer wieder Cooladic sind. Sie sehen also, das Ranking der Cooladic-Beiträge in Google ist sehr weit oben. Und Sie wissen ja vielleicht, die ersten fünf Treffer sind im Endeffekt sichtbar. Alles andere, was darunter dargestellt wird, das wird von den meisten Nutzerinnen und Nutzern der Suchmaschine schon gar nicht mehr angeschaut. Das heißt, Cooladic-Beiträge machen Inhalte sichtbar. Wenn ich etwas über eine Reithalle in Zweibrücken erfahren möchte, dann die ersten Treffer sind hier. Natürlich, das erste Treffer ist das Landgestüt Zweibrücken, ein Kooperationspartner von uns aus dem letzten Jahr. Zweite und dritte Beiträge sind dann allerdings schon wieder Cooladic. Aber wir müssen nicht bei Google bleiben. Ich kann Ihnen das auch mal bei Ecosia vorführen. Ecosia wird ja immer beliebter aufgrund der umweltfreundlichen Politik dieser Seite. Und hier einfach mal das Zollhaus am St. Germanshof. Und Sie sehen, der erste Treffer ist Cooladic, noch vor Wikipedia und anderen Seiten. Zweite bzw. dritte Treffer ist dann wieder Cooladic, nämlich die PDF-Version. Und LAN-Brücke Dietz. Die LAN-Brücke Dietz wird mir ebenfalls als zweiter Treffer in Ecosia dann angezeigt. Nehmen wir mal DuckDuckGo. Schiffermast in Kamp Bornhofen ist der dritte Treffer in DuckDuckGo. Was bedeutet das jetzt für Sie? Wenn Sie Inhalte haben, die Sie präsentieren möchten, zu den eigenen Kulturdenkmälern in Ihrer Kommune, dann macht es Sinn, das über Cooladic darzustellen, denn Cooladic macht die Inhalte sichtbar. Wenn Sie jetzt auf einer Gemeindewebseite abgelegt wären, diese Inhalte, dann wäre das schon sehr viel niedriger gerankt. Das heißt, durch Cooladic werden die Leute viel stärker aufmerksam auf ihre Inhalte oder die Kulturdenkmäler in ihren Kommunen.